Moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ihr habt es ja eben schon im kleinen Vorspann gesehen. Heute geht es um dieses Set. Das ist die 43230, die Kamera, und zwar aus der 100 Jahre Disney-Serie. Eine Hommage an Walt Disney. Mit der wollen wir uns heute beschäftigen. Ihr habt ja schon ein paar Aufnahmen eben gesehen. Und in diesem kurzen Video möchte ich euch die Kamera vorstellen und so ein bisschen die Eigenschaften zeigen und das, was sie kann und das, was sie nicht kann. Und das machen wir jetzt. Ich habe mal auf die Handykamera umgeschaltet, weil es ein bisschen einfacher ist und damit auch irgendwie sehr... man sieht sozusagen die Entwicklung der Technik von damals zu heute. Damals war das der Stand oder der Standard, wenn man Filme drehen wollte. Heute habe ich ein Handy in der Hand. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Aber es geht ja jetzt um diese Kamera hier. Das ist die Walt Disney, ist eine der Kameras, mit der Walt Disney seine Filme gedreht hat. Oder so wurden früher Kinofilme gedreht. Natürlich auf Film. Filmrollen hier oben, wie man hier sieht, angedeutete. Und es gab auch keine Zoom-Objektive in dem Sinne, sondern es wurde tatsächlich, es gab verschiedene Festbrennweiten, die man dann drehen konnte und dann sozusagen in die sogenannte Mattebox überführen könnte. Das haben wir hier. Hier können wir also reingucken. Die Mattebox dient dazu, Streulicht zu vermeiden. Sowas haben zum Beispiel iPhones nicht. Also das merkt ihr, wenn ich jetzt hier hochschwenke, dann seht ihr das Streulicht da oben, was man hier am oberen Rand sieht. Das ist sogenanntes Streulicht und das wird mit so einer Mattebox verhindert. Das gibt es übrigens heute immer noch. Also richtige Filmkameras haben sowas immer noch. Kommen wir aber erstmal zu der Kamera. Fangen wir unten an beim Stativ. Das soll natürlich ein Holzstativ darstellen, wie es damals zur Verwendung kam. Man sieht hier mit diesen kleinen Schrauben, konnte das Stativ dann in der Position fixiert werden. In diesem Modell hier lässt sich die Höhe nicht verstellen. Also die sind einfach hier mit so Technikachsen reingesteckt und das ist genau in dieser Höhe fixiert. Das in der Mitte zum Beispiel, dieses Kreuz, dient zur Stabilisierung und gibt es bei modernen Stativen heute übrigens immer noch. Ich schwenke mal rüber. Seht ihr? Das gibt es also immer noch. Außerdem sorgt es dafür, dass die Beine nicht irgendwie sozusagen sich beliebig spreizen. Ne? Hier dieses Filmding kommen wir gleich noch zu. Wir gucken uns zunächst aber mal den Stativkopf an, den diese Kamera hat. Ihr seht, die ist in so einer, also wenn man das iPhone hier, halte ich jetzt mal waagerecht, und ihr seht, die Kamera hat so einen Anstellwinkel, ich würde sagen so 20 Grad oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Und ihr seht, dieser Stativkopf hier, der sitzt hier drauf. Man sieht auch so ein Technikzahnrad und so ein größeres Technikelement. Und damit kommen hier, dieses Ding hängt nur an einer Noppe, deswegen verdreht sich das auch immer. Und hier sieht man sozusagen den Griff, den dann Kameramann, damals waren es meistens Männer, die das bedient haben. Damit ließ sich die Kamera dann kippen und schwenken, was in diesem Modell nicht funktioniert. Der Stativkopf ist fest, so wie er ist. Also da könnt ihr gar nichts machen. Das ist halt ja auch nur eigentlich nur ein Showmodell. Hier haben wir den Sucher, denn im Gegensatz zu heutigen Kameras hat man nicht durch das eigentlich zu filmende Objektiv geguckt. Wir gucken auch gleich noch, wie wir die hier drehen. Und da ist auch noch ein kleines Problem. Sondern man hat parallel geguckt. Man hat hier reingeguckt. Und hier hatte man dann ein passendes Objektiv zu dem, mit dem auch aufgenommen wurde. Und dann konnte man halt gucken, wie die Szene aussieht. Und dazu musste man dann eine gewisse Parallaxe bedenken. Denn ihr seht ja, der Sucher und das eigentliche Objektiv haben einen kleinen Abstand. Und deswegen hat der Sucher natürlich ein bisschen anderes Bild gezeigt, als das eigentliche dann aufgenommen wurde. Das musste man bedenken. Und ich weiß gar nicht, ob es sogar sozusagen Einblendungen gab, so Zeichnungen, dass man das bedenken konnte. Aber das war wichtig. Bevor wir da reingucken, das machen wir gleich noch. Jetzt zu einem weiteren, also einem Feature, was auch Lego anpreist. Ich drehe dazu, ich komme nochmal reingucken. Ne? So sieht das aus, wenn wir vor der Kamera stehen. Das ist aus der Zeit, also auch schon damals wurden Kinofilme im Breitbandformat gefilmt. Das macht diese Mattebox jetzt hier nicht. Die ist quadratisch, aber das ist wahrscheinlich dem Modell geschuldet. Die sitzt auf so Trägern, auch das gibt es heute noch. Die kann man so nach vorne ziehen. Die rutscht natürlich zurück wegen des Anstellwinkels. Aber hier kann man jetzt die Objektive drehen. Also wenn man eine andere Brennweite haben wollte oder irgendwie etwas anders, dann hat man das gedreht und so drauf gesetzt. Und ihr seht, also entweder habe ich einen Baufehler gemacht oder es geht halt nicht anders. Dieses große Objektiv blockiert jetzt die Mattebox. Die rutscht jetzt nicht ganz ran. Ist jetzt nicht dramatisch.
Es geht ja hier auch nur um eine Funktion, die man zeigen will, aber theoretisch würde man so nicht filmen, weil hier natürlich jetzt Streulicht reinkommen kann. Also das, aber es kann auch sein, dass ich die hier vielleicht falsch montiert habe, was weiß ich. Ne, man kann hier, hat hier verschiedene, drei verschiedene Objektive und in späteren Kameraversionen ließen die sich sogar automatisch schalten. Dann war da so ein kleiner Motor, der hat das dann weitergedreht. Und jetzt heutzutage ist das natürlich alles in einem Objektiv vorhanden. So, das ist sozusagen die eine Sache. Dann kommen wir zu einer nächsten Spielfunktion. Dazu sehen wir hier diese Kurbel, denn die Kameras hatten natürlich keinen Motor. Wie sollten sie auch? Es gab keinen Motor. Motoren machten auch Geräusche, wobei wir hatten keinen Tonfilm. Insofern war es auch egal. Nein, es gab keinen Motor, man hat gekurbelt. So, und der Witz war, und ich weiß nicht, ob man es hören konnte, ich nehme es sonst gleich nochmal separat auf, also vielleicht habe ich es schon rübergeschnitten gleich. Die Kunst des Kameramanns war, möglichst gleichmäßig zu kurbeln. Also nicht etwa so, ich übertreibe jetzt etwas, sondern möglichst gleichmäßig zu kurbeln. Kinofilme werden in der Regel, wurden damals auch schon mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Und das war die große Kunst, das so hinzukriegen, dass das auch wirklich einigermaßen gleichmäßig lief. Hier sind noch ein paar Steuerungen, was das ist, weiß ich nicht genau. Aber ja, also kurbeln war eine der wichtigsten Aufgaben. So, zudem, also rückwärtskurbeln ging nicht übrigens, die blockiert auch hier die Kurbel, das ist ganz lustig gelöst da drin. Wie gesagt, das Stativ kann man nicht weder drehen noch kippen, die Kamera steht immer so, wie sie steht. Jetzt drehe ich sie noch einmal um und zeige euch ein Spielfeature, oder was heißt Spielfeature, es ist eine nette Hommage eigentlich. Dazu muss man diesen Sucher etwas kippen, so, und dann kann man hier, wenn ich das mit einer Hand schaffe, die Klappe aufmachen und reingucken in die Kamera. Und da sitzt der Walt. Das ist natürlich in Wirklichkeit jetzt nicht so gewesen, dass jetzt natürlich nur sozusagen Artistic License, wie man so schön sagt. Da sitzt der Walt Disney an seinem Zeichenbrett und hat Mickey Mouse darüber noch so eine kleine Lampe mit grünem Dach. Und er sitzt da und ich finde das eigentlich ganz süß gelöst, dass das sozusagen in seiner eigenen Kamera sitzt. Da hinten dieses Rote ist der Mechanismus, der das Geräusch erzeugt. Da sieht man noch ein schwarzes Zahnrad, der dieses filmtypische Geräusch erzeugt. Ich finde, das hat Lego wunderbar hingekriegt, muss ich wirklich sagen. Er sitzt etwas locker, ich drücke ihn da jetzt nicht fest mit einer Hand, also er, naja, er klötert da so ein bisschen rum in seiner Kamera, es ist natürlich, ist egal. Wir machen den Sucher wieder ran. Vielleicht ist er jetzt auch ganz von seinem Sessel gefallen. Wir sehen es ja nicht. So ein bisschen Schrödingers Walt Disney. So, dann noch den Filmstreifen kurz. Ist natürlich exklusiv für dieses Set. Hat ja auch keinerlei Funktion in dem Sinne. Wird hier mit so Balljoints befestigt hier oben. Da sieht man das. Und unten am Stativ sieht man es noch besser und wickelt sich dann so rum. Das ist ja halt, wie gesagt, das ist ja nur ein Hinstellding. Und da sind dann so Szenen aus Walt Disney Film, natürlich mit Minifiguren dargestellt. Hier zum Beispiel Schön und das Biest erkenne ich. Ariel, Bernhard und Bianca, einer meiner Lieblingsfilme, Robin Hood. Naja, und so weiter und so weiter. Jede Menge Filme. Hier und einer der ersten Filme. Es ist also auch vermutlich chronologisch sozusagen angeordnet. Das ist die Kamera, aber es gibt noch was dazu, nämlich Minifiguren. Die gucken wir uns auch gleich an. Aber zunächst noch gibt es noch, das baut man nämlich zuerst, ein sogenanntes Klapperboard. Also wir würden auf Deutsch sagen eine Filmklappe. Wir haben das ja im Livestream gebaut und da wurde auch schon gerätselt, wofür braucht man sowas. Das braucht man heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich, aber man nutzt es immer noch, heute natürlich elektronisch. Und zwar wurde mit dem Klapperboard oder der Filmklappe der Ton mit dem Bild synchronisiert. Durch das Zusammenklappen wird so ein Spike erzeugt im Ton, also so, man hört den Klackton und durch das, dass sich das hier schließt, kann man also genau den Moment synchronisieren, denn oftmals wurde der Ton, das ist heute auch immer noch so, separat aufgenommen, also nicht auf dem Film, also bei Filmen, die Ton haben, ne? Das muss man dazu sagen, bei Tonfilmen, bei Filmen, die Ton hatten und haben, wird das parallel gemacht mit einer besseren Aufnahmetechnik, also nicht in der Kamera aufgenommen, sondern eben auf einem separaten Aufnahmemedium und damit beides synchronisiert werden kann, nimmt man das und durch diesen Spike in der Aufnahme weiß man dann, wo
wo das sein muss. Hier oben sehen wir noch die Kamera und was wir hier insgesamt sehen, was jetzt hier rauf montiert wurde, das Klapperboard ist natürlich nun mal nur flach. Das hier ist eine Erfindung von Walt Disney. Das macht seine Filme so sehr aus. Diese Erfindung von Walt Disney ist eine besondere Form von Kamera. Wir sehen das hier oben schon, die Kamera, die kleine, also angedeutet natürlich nur, die filmt nach unten da rein. Über so einen Umlenkspiegel, der wird hier übrigens angedeutet, das soll jetzt nur so ein Umlenkspiegel sein. Und zwar sehen wir dann das, was diese Kamera so ausmacht, nämlich diese drei Ebenen in diesem Fall. Das hat Walt Disney erfunden, die sind übereinander gelegt. Hier sind es übrigens auch alles Prints, also so Trans-Clear-Scheiben mit Aufdrucken. Ganz hinten sehen wir die Scheibe mit der Sonne oder dem Mond, wird es wahrscheinlich eher sein. Dann in der Mitte das mit dem Haus und vorne dieser Weg mit dem Zaun und den Bäumen. Und wie ihr seht ja, ich bewege mein iPhone hin und her und dadurch erhält das schon so eine gewisse Dreidimensionalität. Ich kann mal versuchen, da noch näher ranzugehen. Da sehen wir das wirklich, wie das sich hier verschiebt. Und das ist im Prinzip dieser Effekt, den wir aus den Disney-Filmen kennen. Also er hat diese Kamera erfunden, teilweise mit noch mehr Ebenen. Und auf der obersten Ebene wurden dann auch die Animationen als durchsichtige Folien hingelegt. Also sie wurde jeweils auf eine Folie gemalt, ein Animationsbild und dann das nächste und das nächste und das nächste. Und dann eben Step für Step aufgenommen, 24 bzw. 25 Bilder. Naja, bei Kinofilmen 24 Bilder pro Sekunde. Das heißt, pro Sekunde Film mussten 24 Animationsschritte gemalt werden. Aber der Hintergrund wurde nur einmal gemalt oder eben für diese Szene zumindest und bewegte sich, wie ihr seht, konnte der sich sozusagen bewegen und bekam diese auf jeden Fall, und selbst wenn er sich nicht bewegt hat, bekam er auf jeden Fall diese Dreidimensionalität. Ihr seht jetzt zum Beispiel den Zaun im Vordergrund, der ist jetzt unscharf, die Schärfe oder der Fokus liegt jetzt auf dem Haus und so. Also es geht jetzt hier mit dem iPhone nur so marginal. Jetzt zum Beispiel liegt die Schärfe vorne auf dem Zaun und die Sonne oder der Mond hinten sind unscharf und so weiter. Also ihr versteht, wie das geht. Es waren halt diese drei Ebenen und damit wurde dieser Effekt erzielt, der die Filme ja auch einigermaßen bekannt und berühmt gemacht hat. Also, wer einen Walt Disney Film gesehen hat, der weiß ja, was das aussieht. Hier sind dann noch so ein paar Dinger. Ich glaube, hier habe ich was vergessen zu montieren, keine Ahnung. So, das steht auf diesem Klapperboard. Und zusätzlich zu dieser Kamera gibt es auch noch ein paar ikonische Figuren. Man hat sich da jetzt für Bambi entschieden, das kleine Reh. Und für Dumbo als Darsteller aus den Farbfilmen. Ne, Bambi und Dumbo, übrigens nie zusammen in einem Film aufgetreten. Das ist jetzt hier nur, die stehen jetzt hier zwar nebeneinander. So, und dann haben wir hier Mickey Mouse in Schwarz-Weiß und Minnie Mouse ebenfalls in Schwarz-Weiß. Soweit ich weiß, aber da könnt ihr mich jetzt, das wisst ihr sicher besser, so jetzt stehen sie auch wirklich, gab es diese Figuren schon in diesem Boot, das es mal gab, aber ich, also sie sind jedenfalls, glaube ich, nicht neu für das Set. Aber bei Bambi und Dumbo bin ich mir ziemlich sicher, dass es die noch nicht gab. Ja, jetzt habt ihr alles gesehen. Die Kamera, das Klapperboard und diese Spezialkamera. Übrigens, diese Kamera kann man auch in echt bewundern. Ist allerdings ein bisschen weit weg. Dazu müsstet ihr in das Walt Disney Museum nach San Francisco fahren. Dort kann man das bewundern. Ja, sagt doch mal, wie ihr das Set findet, also bestehend aus Kamera und Minifiguren. Und schreibt mir das gerne unten in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns bald in einem Video wieder. Macht's gut. Tschüss.